Jeden Tag werden in Deutschland bis zu 300 Menschen als vermisst gemeldet. Aktuell hat die Polizei etwa 18.000 Vermisstenfälle gespeichert. Unbekannt ist, wie viele dieser Personen aus freien Stücken verschwinden und wie viele Opfer von Gewalttaten werden. Genau das müssen im nächsten Einsatz auch Polizeioberkommissarin Hanna Held und Polizeikommissar Michael Smollig ermitteln. 13.30 Uhr. Wache im Rheinufer, Grünanlage in der Meinheimer Straße. Eine junge Frau ist verschwunden, Melderin ist vor Ort. Ja, klar, wir fahren. Von der Leitstelle bekommen die Beamten weitere Informationen. 6 junge Leute haben am Vorabend am Rhein gefeiert und dort die Nacht in Zelten verbracht. Heute Morgen dann der Schock. Eine Freundin aus der Clique ist verschwunden. Hallo. Hallo. Wir haben hier gecampt gestern und ja, haben getrunken, gefeiert, alles. Mhm. Und seit heute Morgen finde ich die nicht mehr. Okay. Die heißt Zoe, ja? Zoe, ja. Und okay. Ich habe schon die Familie kontaktiert und die Freunde. Ja. Ach so, das war jetzt unsere erste Vermutung, dass sie vielleicht... Ja, ist das, ich habe meine Frage, ist das schon öfters passiert, dass sie irgendwie weggekommen ist, gefehlt hat, dass sie mal wieder verschwindet oder so? Nee, hallo. Also nicht, nix. Hallo, die Polizei. Hallo. Smollig, hallo. Okay, also sie... Sie gehören alle zusammen? Ja. Okay. Ja. Und sie kennen die Zoe, die würde nicht einfach so abhauen? Nein, und okay. Wir Bescheid sagen, wenn irgendwas okay. Was hat sie denn gestern Abend als letztes gemacht? Oder also ich wann haben sie das letzte Mal gesehen? Dass sie noch mit meinem Freundin Till unterwegs war. Wir haben noch irgendwie gesprochen, ich weiß es nicht. Und dann, aber dann war er nachher wieder im Zelt, wir haben geschlafen, sonst nichts. Und was sie haben sie als letztes gesehen, ja, praktisch? Wir sind noch eine Runde hier spazieren gegangen, oder was? Ja. Okay. Wir sind spazieren gegangen. Das geht ja gar nicht. Sie hat mit mir gesprochen, weil sie mit ihrem Freund nicht so über persönliche Themen reden kann. Und deswegen hat sie mit ihnen gesprochen. Grundsätzlich muss man alle Andeutungen irgendwie ernst nehmen, was irgendwie mit einem Verbrechen zu tun haben könnte. In diesem Fall, wenn da mehrere besoffene Leute auf einem Ort sind, denkt man sich natürlich, es könnte natürlich auch sein, dass die Person irgendwo unter einem Baum liegt oder so. Wer ist denn der Freund von ihr? Der Freund, dann wecken Sie doch mal. Fragen Sie doch mal. Der will doch wohl wissen. Komm mal her, steh mal bitte auf jetzt. Komm, genug gesoffen. Hallo, die Polizei ist hier. Die Polizei ist da. Hallo. Wie heißt der? Wer ist denn der Freund von ihr? Der Freund, dann wecken doch mal. Fragen Sie doch mal. Der will doch wohl wissen. Komm mal her, steh mal bitte auf jetzt. Komm, genug gesoffen. Hallo, die Polizei ist hier. Die Polizei ist da. Hallo. Wie heißt der? Wer ist denn der? Piet. Wer ist Piet? Piet, weiter. Boah, ich kriege eine kalte Dusche. Hallo. Hallo, hier ist die Polizei. Ja, der hat ordentlich gebechert. Jetzt steh doch mal endlich auf. Vermissen Sie Ihre Freunde nicht? Seite. Ja, gerne. Alter, steh auf. Oh, okay. Er ist wach. Ganz ruhig. Hallo. Ruhig. Was machst du mal? Ganz ruhig. Kannst du nur pennen, ganze Zeit. Die Polizei Zeit. Ist hier. Hallo. Verrückt oder was? Ihre Freundin ist weg, bevor sie sich aufregen. Ihre Freundin ist weg und die machen sich alle Sorgen und das sollten sie vielleicht auch machen. Da hat er was damit zu tun. Hey. Jetzt hör doch mal auf. Ich sag's noch einmal, wenn sie noch mal irgendwie handgreifig werden, dann liegen sie auf dem Boden. Also machen Sie sich einfach mal Sorgen um Ihre Freundin. Wo ist Ihre Freundin? Was haben Sie gestern Abend als letztes gesehen? Er war zuletzt mit dir zusammen. Der Freund der vermissten Person, der hat zunächst einmal im Zelt geschlafen. Ein Kollege hat ihn dann mit Wasser geweckt und dann ist er sehr wütend geworden. Mussten wir ihn erstmal beruhigen, deeskalieren wirken. Und der hat sich natürlich besorgt, war besorgt um seine Freundin. Aber der war sehr aufgebracht und aggressiv. Hat sie sich denn irgendwie geäußert, dass sie jetzt verschwinden will, dass sie Probleme hat? Oder nein, wir haben uns hier ein bisschen hingesetzt und haben halt gesprochen. Okay. Ihre Oma ist halt krank und das kann sie mit ihrem Freund halt nicht bequatschen. Warte mal, wir klären das erstmal, sonst... Wo ist Zoe? Hallo! Piet! Hier ist Zoe! Ich sag jetzt, wo Zoe ist! Passen Sie mal auf, ich hab's Ihnen gesagt, wenn Sie noch einmal handgreifig werden, dann liegen Sie auf dem Boden, okay? Beruhigen Sie sich, wenn Sie keine Achter anhaben wollen. Dann beruhigen Sie sich jetzt bitte, okay? Ich will doch noch wissen, wo Zoe ist, Mann. Ich verstehe das, aber wir sind da, um Ihre Freundin zu finden. Alles klar? Der Freund von der Zoe, der war ja noch stark angetrunken und konnte die Situation vielleicht auch gar nicht so fassen, dass es eher eine Sorge ist. Und er hat den Till beschuldigt, dass der mit der Zoe was gemacht hat. Und wir konnten ihn nicht so leicht beruhigen. Deswegen hat mein Kollege nach mehrmaligen Androhen ihn kurz zu Boden gebracht und wir haben ihn dann doch beruhigt. Also passen Sie bitte auf Ihren Freund auf. Also wir haben hier keine Straftat vorliegen, wir müssen den nicht fesseln, aber er sollte unsere polizeilichen Maßnahmen nicht unterbrechen. Ja? Weil Sie machen sich alle Sorgen um Ihre Freundin und wir wollen auch nur, dass sie gefunden wird. Okay, gut. Gehen Sie jetzt in die Richtung, bitte. Alles klar. Okay, dann.
Der Freund der Anruferin führt die Polizisten zu der Stelle, an der er die Vermisste zuletzt gesehen hat. Den Ablauf des Vorabends kann er noch genau schildern. Wir haben halt viel geredet. Und dann sind sie zurückgegangen, ja? Dann hat sie gesagt, sie müsste noch kurz austreten. Und da ich natürlich einer Frau nicht beim Austreten zugucke, habe ich mir immer im besoffenen Kopf einfach gedacht, ich gehe schon mal zurück und habe mich ins Zelt gelegt. Dabei bin ich leider eingeschlafen und habe nichts mehr mitbekommen. Ja, dann gehen wir doch mal hoch. Okay, und Sie haben die Eltern angerufen bei ihr zu Hause. Genau, die Eltern, ja? Die Freunde angerufen, keiner weiß, wo die ist. Die wurde nicht einfach so abgehauen. Wie heißt sie nochmal? Zoe. Zoe. Hallo. Wie heißt sie mit Nachnamen? Wissen Sie das? Zoe. Was ist das denn? Das nicht anfassen. Nicht hallo. Legen Sie das mal bitte hin. Das ist ein Stück Kleid. Nee, legen Sie das mal bitte hin. Das ist ein Stück Kleid. Sind Sie sicher? Ja, das ist ein ganz kleines Stück Stoff. Doch, nein. Das ist ein ganz Wahnsinn. Lassen Sie uns mal hier. Nicht anfassen. Das ist Ihr Handy. Das sind Spuren, die Sie vermischen. Okay. Das ist uns eingefallen. Nicht anfassen. Dann lass die Polizei ihre Arbeit machen. Zoe. Für die Kommissare ist die Spurenlage offensichtlich. Alles deutet darauf hin, dass die junge Frau nicht freiwillig verschwunden ist, sondern gewaltsam verschleppt wurde. Also wir können es auch nicht nachvollziehen, was hier passiert ist. Und Sie sind sich sicher, das ist ein Stück Kleid? Ja, okay. Ja, definitiv. Schatz, sag doch was. Ja, definitiv, das ist Ihr Kleid. Zu dem Kleidungsstück haben wir noch ein völlig zerstörtes Handy gefunden. Die Anruferin hat uns bestätigt, dass es von der Zoe ist. Und leider in Konstellationen weist es auf ein Gewaltverbrechen hin. Wie lange ist denn das jetzt her, das Verschwinden? Letzte Nacht. Keine Ahnung, zwei, drei. Das Handy ist kaputt. Nee. Hallo. Ganz ruhig, Sie müssen nicht so viel erzählen. Was hat's mit Zoe? Wo ist die Zoe? Ganz ruhig. Ich hab sie noch gesagt. Also, ich will wissen, wo sie ist. Das wissen wir alle nicht. Was soll er denn damit zu tun haben? Normal für alle. Sie sind alle nur hier beteiligt und sie sorgen sich alle um Zoe. Also ja. Sie müssen das, der ist so ein ganz komischer. Unsere Erfahrung zeigt, dass vermisste Personen oftmals gefunden werden und auch wohlbehalten. Deswegen geht man nicht immer sofort vom Schlimmsten aus. Und wir hoffen natürlich auch, dass es der Zoe trotzdem körperlich gut geht. Hey, was ist denn hier vom Stress? Hallo? Was ist denn hier los? Wer sind Sie denn? Hans Irmer. Ja. Das ist die Polizei. Hier geht es um eine vermisste Person, ein Mädel, das verschwunden ist, letzte Nacht. Ja. Wie lange sind Sie denn schon hier? Heute Morgen. Waren Sie letzte Nacht da? Nee, gestern war ich nicht hier. Okay. Aber der Marius, der müsste da gewesen sein. Marius. Wer ist der Marius? Das ist der Kumpel, der ist fast jeden Tag da. Ja? Und könnte der was mitbekommen haben? Ja, weiß ich nicht. Seine Sachen liegen da hinten noch. Seine Sachen liegen da hinten. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Hantieren Sie mich jetzt bitte nicht so mit dem Angeln. Okay. Mein Kollege ist dann auf einen Angler getroffen, der uns sagen konnte, dass gestern Abend noch ein Marius mit Ihnen dort war. Und der hat alles stehen und liegen lassen, sein Angelzeug, und ist auch nicht mehr da. Seine ganze Ausrüstung ist noch da, seine Klamotten liegen da, aber er ist weg. Also der hat abrupt abgebrochen, scheinbar. Ja, okay. Ja, ich war gestern nicht da, aber es könnte sein. Ich weiß es nicht. Wo der wohnt, wissen Sie nicht? Nee, von dem weiß ich gar nichts. Also dass der Marius heißt. Ja, okay. Na? Okay. Die jungen Leute werden erstmal mit zur Wache genommen. Dort wird es an die Kriminalpolizei weitergegeben, weil es schon ein sehr kurioser und ernster Fall ist. Und wir würden das Handy jetzt auswerten lassen, so schnell wie möglich. Und dann gucken wir mal, wie wir dann weiterverfahren. Die Beamten veranlassen eine Vermisstenmeldung und rufen die Spurensicherung zum Tatort. Außerdem wollen sie den Angler namens Marius ausfindig machen. Der könnte eine wichtige Rolle bei der Aufklärung des Falls spielen, als Zeuge oder als Verdächtiger. Für die Fahndungsarbeit nach der verschwundenen Person ist nun die Kriminalpolizei zuständig. Boris Peters und Eckhard Greitner befragen zunächst die Freunde. Doch einen entscheidenden Hinweis entdecken sie erst dank der Melderin. Und der führt genau zu dem Angler, von dem bislang nur der Vorname bekannt ist. Nee, spuren wir dran. Ja. Was gibt's denn, Frau Bosbach? Also, ich habe die Kamera von Zoe gefunden. Und ich habe mir die Bilder angeschaut und mir ist was aufgefallen. Ich hole mal einen Chip raus. Vielleicht können Sie sich das anschauen. Ja, kleinen Augenblick. Die Kamera ist jetzt von der Zoe? Ja, von der Zoe. Ah, ja. Die Freundin von der vermissten weiblichen Person, die Franka Bosbach, ist hier nochmal auf die Wache erschienen. Ich habe sie unten von der Wache abgeholt in unser Büro. Sie hatte die Kamera der vermissten weiblichen Person dabei, die mehrere Fotos geschossen hat. Das war sehr interessant für uns. Noch mit einem Hintergrund.
ist mir ein Wagen aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat, aber... Das ist Zoe, ne? Das ist Zoe. Die Beamten erfahren von der Melderin, dass der Wagen den ganzen Tag in der Nähe der Clique stand, bis in die späte Nacht. Heute Morgen war das Fahrzeug jedoch weg. Durch die Vergrößerung des Bildes kann Boris Peters das Nummernschild kenntlich machen. Gut, Sie warten bitte draußen. Okay. Wenn Sie das Büro bitte einmal verlassen möchten. Also ich bin mit Ihnen auch so weit. Wir müssen jetzt mal hier ein paar Sachen machen, die ermittlungstechnischer Art sind. Wir konnten die Fotos vergrößern und konnten das Kennzeichen des Fahrzeuges sichtbar und lesbar machen. Und mein Kollege hat dann eine Halterabfrage über dieses Kennzeichen gemacht. Also ich habe den Halter. Das ist ein Nachname Müller, Vorname Marius. Hobbyangler. War da nicht was mit dem Hobbyangler oder mit dem Angler, der so ein verwirrter Typ oder was? Was der andere Angler aussagte, der wäre gestern nicht da gewesen. Ja, bei der Halterfeststellung haben wir einen Marius Müller als Fahrzeughalter feststellen können. Der Name Marius wurde zuvor schon von einem Zeugen erwähnt. Und dass dieser Marius seine Angelsachen hastig hat stehen und liegen lassen und einfach weg war. Haben wir eine Adresse? Ja. Ja, sag doch mal. Neustraße 56 in Duisburg. Das. Also, wir haben einen Wagen da stehen von ihm, der angeblich gestern da nicht hätte sein sollen oder gestern da war. Der lässt seine Klamotten. Der lässt seine Angelsachen doch nicht haben. Da liegen wir denn also. Wann würdest du deine Sachen nicht ins Auto räumen, wenn du was anderes ins Auto räumst, was da nicht reingehört? Oder du fluchtartig die Szenerie verlässt? Ja. Anders geht's doch gar nicht. Mal zu dem Herrn Müller fahren und mal gucken, ob wir den ein paar Fragen stellen können. Sofort brechen die Polizisten zu dem gesuchten Angler auf. Der Zeuge scheidet für sie als Täter erst einmal aus und darf nach Hause gehen. Der Rest der Clique sieht das allerdings anders. Jetzt hört doch mal auf, verdammt! Hey, stopp. Lass mich doch ganz in Ruhe. Was ist hier los? Ich will wissen, wo Zoe ist. Wer sind Sie denn? Das wollen alle wissen. Ich bin der Freund von der Zoe. Ja, also wir kümmern uns. Und ich weiß, dass Till damit zu tun hat. Till hat definitiv nichts damit zu tun. Ja, also. Wir sind auf einer guten Spur. Ja, ich habe was gesehen. Und, ja, also beruhigen Sie sich. Was hast du gesehen? Ist alles in guten Händen. Wir sind an der Sache dran. Beruhigen Sie sich. Wir hatten die Frau Bosbach und den Herrn Till Zimmermann entlassen aus der Vernehmung. Die, als wir runterkamen, um die Halteradresse aufzusuchen, erschienen unten auf dem Hof der Wache noch mehrere junge Personen. Es gab einen kurzen Streit. Der Freund der vermissten weiblichen Person beschuldigte Herrn Zimmermann nochmal, mit der Sache was zu tun zu haben. Den Streit konnten wir relativ schnell schlichten. Fahren Sie nach Hause, wir kommen auf Sie zu. Alles weitere. Und hüten Sie sich davor, hinter uns herzufahren, dann lassen wir Sie in Gewahrsam nehmen. Ja. Machen wir nicht gerne. Okay? Bis dann. Nach außen hin geben die Freunde klein bei und lassen die Beamten widerwillig alleine aufbrechen. Zu Hause treffen Eckart Greitner und Boris Peters den Angler nicht an. Von einem Nachbarn erfahren sie, wo der Verdächtige arbeitet, als Hausmeister in einem verlassenen Industriegebäude. Was ist das, eine Säge oder was ist das? Hört sich an wie eine Motorsäge. Einer da ist. In der ehemaligen Fertigungshalle entdecken die Kommissare sofort das verdächtige Fahrzeug und einen Mann, der gefährlich mit einer Kettensäge hantiert. Herr Müller, ja. Wir hätten ein paar Fragen an Sie. Kripo Duisburg, wir hätten ein paar Fragen. Hey. 13:30 für 32:15, wir brauchen dringend Unterstützung. Herr Müller! Der Mann reagierte wie ein Amokläufer auf uns und flüchtete vor uns. Ich habe sofort Kollegen zur Unterstützung herbeigerufen, weil wir das natürlich kaum alleine regeln können, weil wir nicht wissen, was uns erwartet dann. Herr Müller! Oh, meine Fresse! Herr Müller! Oh. Der haut uns ab! Herr Müller! Nehmen Sie das Messer runter, Herr Müller! Nein, so geht das nicht. Nehmen Sie das Messer runter! Hat ihr? Hast du? Acht!
Die Kommissare hatten nicht bemerkt, dass ihnen die Freunde der Vermissten gefolgt waren, entgegen ihrer ausdrücklichen Anweisung. Ecker, komm mit. Jo, da ist was, wir gehen gucken. Aus dem Gebäude vernehmen die Beamten verzweifelte Hilfeschreie. Die führen sie zu einer Frau, die offenbar gegen ihren Willen hier festgehalten wird. Bleiben ruhig, alles ist gut. Gib der Frau Magazin. Ja, klar. Die ist ja halbnackt. Wir sind den Hilferufen gefolgt und konnten dann in der ersten Etage des Lagerraums konnten wir dann eine junge Frau an einer Heizung festgekettet feststellen, die also lautstark weiterhin um Hilfe rief, die total aufgelöst war. So, dann machen Sie mal. Ziehen Sie sich erstmal die Jacke an. Kommen Sie erstmal mit runter. Geht's Ihnen raus? Ja. Kommen Sie mit. Sind Sie, hat er Sie irgendwie. Noch nicht, lass erstmal hier raus. Erstmal hier raus. Gehen wir erstmal nach unten. Die junge Dame, die wir dort haben aus ihren Fesseln befreien können, das war eindeutig die vermisste Person. Zudem hatten wir ja auch noch Fotos, Selfies, die wir zuvor auf der Wache haben einsehen können. Und es handelt sich eindeutig um die entführte Dame. Das erzählen Sie uns mal. Machen wir jetzt. So, Frau Berger, kommen Sie bitte mal zu mir. Herr Reuter, Frau Bosbach, Sie bleiben bitte da. Frau Berger, Sie kennen... Das ist Ihre Freundin, ja. Wie heißt sie denn? Nein, das ist nicht mein Freund, das ist ein kranker Kerl. Du wolltest doch auch nicht... Nein, nicht, aber ich wollte nichts. Das ist, der hat Sie hier angekettet. Ja, er war gut. Das. Sie sind Herr Müller? Ja. Herr Müller, Sie sind vorläufig festgenommen. Ihr nehmt ihn mit direkt in eine Zelle, wir kommen das hinterher. Ist Nürtung. Das ist alles Nürtung. Sie sind ruhig. Der Beschuldigte hatte ja scheinbar eine ganz andere Wahrnehmung als die Zoe und der hat sie ja dazu gezwungen, bei ihm zu sein. Und er war völlig davon überzeugt, dass sie seine Freundin ist. Und für mich ist sowas völlig erschreckend. Und wenn man dann sieht, dass sie so zugerichtet worden ist und völlig verängstigt hier befreit worden ist, dann kann einen das eigentlich nur anwidern, wenn man so ein verquertes Denken hat. Lassen Sie sich erstmal im Krankenhaus versorgen, wir kommen dann nach. RTW kommt. Meine Jacke können Sie mir dann im Krankenhaus wieder geben. Ziehen Sie sich da erstmal was an. Ich werde mich mal gerade um die beiden Herren. Ja, jetzt kommt der Frau zum Sonntag. Jetzt Sie werden mir jetzt. Was machen Sie hier? Ja. Wie kommen Sie hier hin? Wir sind Ihnen gefolgt. Ja. Warum? Ich muss doch wissen, wie es Zoe geht. Ich muss doch wissen, was hier abgeht. Herr Reuter, das sind hier polizeiliche Ermittlungsarbeit. Vor allem, Sie haben nicht nur sich, sondern auch die Frau Bosbach in Gefahr gebracht. Und wäre hier irgendwann gerade was passiert, hätte Ihre Freundin von Ihnen nichts mehr gehabt. Der Typ ist mit der Kettensäge auf uns los. Auf uns. Und Ihnen Teppich mit. Sie beide verlassen jetzt diese Halle und gehen. Und weil? Wir kommen auf Sie wieder zu. Ich überlege mir eine ernsthafte Strafanzeige wegen Behinderung von Ermittlungsarbeit. Geh mal. Sie gehen jetzt auf Frau Bosbach. Sie kommen mit uns, bitte. Wir warten auf den RTW. Wir warten auf den Arzt. Wir warten auf den Arzt und dann kommen wir ins... Gehen Sie und wo kann schnädig können Sie laufen. Ich will Sie hier nicht mehr sehen. Der Täter wird wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung angeklagt. Über seine Schuldfähigkeit muss das Gericht entscheiden. Sein Opfer kann das Trauma mit Hilfe eines Therapeuten überwinden.